Da hat jemand zu viel Dragon Ball geguckt. War ein bisschen falsch. Das war förmlich katzentastisch, Kumpanien. Also ich bin auch bereit für eure Lobs im Stream, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt ablenken würde. So. Was haben wir für einen Rang? Yeah. Oh, look at this, boys and girls. Ein S-Rang. Oh. Gott. Das war schön. Das war wirklich schön. Alright, we did it, buddy. Aber die englische Synchro weiß ich jetzt auch nicht. But you did great, newbie. Looks like you've got your grandpa's skills. What did I tell you? This famous feline knows talent when he sees it. Dankeschön. This is the start of something epic, I tell ya. From here on out, we're gonna be partners. And I'll do it all totally free of charge. Although, if you really want to thank me, I wouldn't say no to a couple of donuts. Ich auch nicht. Nee, du auch nicht, das stimmt. You know, you could just ask for something to eat if you're hungry. Okay. Get back, you guys. Probier's nochmal, Jolly. This furball's not like other felines, huh? But hey, you got an egg out of the deal. Wanna head home? Oh, unser erstes Monster ist ein Kuluyaku. Oh, süße Heimat. Komm, lass uns dein Ei ausbrüten. Komm zu mir zur Anlage über den Stallungen. Ja, das machen wir jetzt mal schnell. Finde ich auch cool. Das war damals bei uns, gab es so Ferienanlagen mit so Schiffen. Zum Spielen, weißt du? Nee, Moment, die Stallungen sind woanders. Nee, andere Richtung. Hinter dir. Doch, hinter mir. Ja, da links. Das sind doch die Stallungen. Aber du sagst dahinter. Ah, jetzt. Ich dachte, hier geht's raus. Hello, hello. Excellent. Der hat noch vier Finger. Ja. French. And you're the one who found this egg? Yep, that's right. I can tell a good egg just by the smell. I see. Just as Kana said, you are an odd feline. And you clearly know quality when you see it. It's a very fine egg, I'd say. You're going to hatch a great little monstie from it. I wonder what kind of monster it'll be. I can't wait to find out. Du bist auch ein bisschen lebensmüde, gell? Come on, stand in front of it. Danke, Tai. Ceremonial dance of our people. We perform it to bring luck to a ship's voyage, or to pray that a strong and healthy monster will hatch from an egg. Whoa! Possum moves! Ready? Now hold up your kinship stone. It will link your heart with your monstie and help it hatch. Ja, man, jetzt nicht. Nicht jetzt. Believe in yourself. You can do this. I can do this. Oui, monstie.
Also ja, das... dass, dass sein Hals, sein Kopf tragen kann, wundert mich dann doch ein wenig. What's that? Aber es ist, also, das mit den vier Fingern, das triggert mich aber schon ein bisschen. Wieso hat er nur vier Finger? Weil er ein Vivianer ist. Ach, haben die nur vier Finger? Ja. Ein Kuluyaku. Ja, lassen wir ihn so, ne? Was sagt denn dein Timer, mein Schatz? Nicht mehr lange. Ja, das ist keine Zahl. 14 Minuten. 15 Minuten. It's a Kuluyaku. Ja. Nichts, was ich jetzt sagen könnte, wäre politisch korrekt. I'm so proud. If only your grandfather were here to see this. Huh? What you doing, Ronmar? You want to stay with the rookie? Seriously? And after everything I've done for you? Ronmar's just being honest with his feelings. Perhaps if you were gentler with him, maybe. Hmm? Oh, is that so, Mr. Hero? I ought to wash your mouth out of soap. Come now, Kana, there's no harm in it. All right, fine. After seeing how much you've bonded, I can't exactly object. Just take good care of Ronmar, okay? You and your monsters gotta work together to help each other grow. Got it? Ich glaube, der wollte uns ein Augenküsschen geben. Weil er so dehnbar war. Right. You've got Ronmar as a Monstie now too. So, what should I have you do next? Ah, what good timing. There's a new monster den on Rider Overlook. You'll go investigate for me, won't you? Rider Overlook, huh? That sure takes me back. Going there is a rite of passage for new riders. Your grandpa had me go there all by myself. I still hadn't gotten the hang of handling Ronmar. It was a real thrill ride, I can tell you that. All riders have to strike out on their own someday. This is your chance to test yourself. No need to worry now, don't you think, Kana? Chief Gaara is right. You may still be a rookie, but I trust you to take this on alone. Oh, and you're gonna need Ronmar to get up there. That little beastie just loves to climb up high. I'll help too. Just say the word, buddy. Okay, before you go, it's time for another lesson. The next essential for being a rider is combining. You can make lots of items to help in the field or just select combine from the camp menu and mix several items together to create something new. Here, take this combo recipe and try making a potion. It shouldn't be too hard to find the ingredients. You're gonna need to know about the quest board too. So meet me there when you're ready for your next lesson. Nachdem du dein eigenes Monster erhalten hast, brichst du als frischer Rider in den Wald auf, wo du Naviro triffst. Eine legendäre Feline, die einst die Welt rettete. Zumindest behauptete er das. Ihr werdet Partner und bricht auf, um den Rider-Aussichtspunkt gemeinsam zu untersuchen. Besuche die Stallungen, um deine Monstis und Eier zu verwalten. Hier kannst du Eier ausbrüten oder Gruppenmitglieder wechseln. Eine gelbe Sprechblase erscheint über der Stallpfote, wenn du ein Ei hast. Brüte Eier aus, die du gefunden hast. Ah. Lecker. Ja? Schon weich, oder? Um ein neues Monster zu erhalten, nach dem Brüten kannst du ihnen einen Namen geben. Wenn du den Namen später ändern möchtest, kannst du das im Menü... Ach, das kann ich jetzt machen, Namen ändern. Das konntest du Monster Hunter Stories 1 nicht. Genau, das kann man machen. Cool. Wähle Monsters
um sie deiner Gruppe hinzuzufügen und mit auf der Abenteuer zu nehmen. Die Monsties in deiner Gruppe erhalten Erfahrungspunkte, wenn du Quests abschließt oder Kämpfe gewinnst. Gibt's. Und das Spiel? Ja. Ja, jetzt müssen wir erstmal, sollten wir was kombinieren. Das machen wir mal schnell einen Trank. Ja, machen wir mal ein. Blaupilz und Kraut. Sehr gut. Haben wir jetzt kombiniert? Ja, haben wir. Achso, wir. Das Zwiebeln schon seit einer Stunde. Hi. Ist auch gar nicht gemerkt, oder? Nee. Jetzt können wir ganz schön viel benutzen. Machen wir hier die ersten Schritte als vollwertigen Rider. Willkommen beim Markt von Mahana. Ich verkaufe alles, was Rider für ihre Abenteuer brauchen können. Schau dich rund um. Kauf und verkaufe Objekte beim Markt. Jeder Markt hat einen Händler, der anderen Objekte verkauft, die aber gerne alles abkaufen wird. Du kannst Objekte einzeln oder in großen Mengen verkaufen. Cool, hier kann man Donuts kaufen. Ja, braucht er doch Benachrichtigung, glaube ich. Ja, okay. Oh, thank you. Okay, also da können wir Sachen kaufen. Hier ist das Brett, das habe ich gesucht. Quatschen wir noch schnell mit der. Du hast es geschafft. Nochmals Glückwunsch zur vollendeten Rider-Ausbildung. Als Anerkennung deiner Leistung kannst du jetzt Quests vom Questbrett initiieren. Initiieren, upsi. Toll, was? Eine initiierte Quest vom Brett ist in deinem Nebenquest. Schließe sie für Belohnung und Erfahrungspunkte ab. Das können wir auch beim Dörflern annehmen. Da müssen wir nur uns umschauen. Leute, die Hilfe brauchen, werden dich danach durch Nebenquests fragen. Sie bieten eine tolle Möglichkeit, zusätzliche Objekte, Erfahrungspunkte und Zenny zu verdienen. Nebenquests können am Questbrett oder direkt bei den Leuten, die Hilfe brauchen, angenommen werden. Nach dem Abschließen einer Nebenquest musst du zum Kunden oder zum Questbrett gehen, um sie offiziell abzuschließen und deine Belohnung zu erhalten. Manche Nebenquests können nur innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschlossen werden. Achte auf die Zeit und die Questanforderungen. Nebenquests können im Camp-Menü oder am Questbrett eingesehen werden. Zielmarkierungen können eingeschaltet werden, um dir zu zeigen, wo du als nächstes hingehen sollst. Die Orte werden auf der Karte und unterwegs blau angezeigt. Drücke nach dem Einschalten RB, um zwischen den Markierungen und verschiedenen Quests hin und her zu schalten. Juhu, viel Glück beim Aussichtspunkt. Machen wir. Okay. Schauen wir mal, was für Nebenquests es gibt. Also, liefere die angegebenen Objekte, die da wären. Omni-Weizen und Hokalo. Hokolo. Hakolo. Hakolo, jetzt aber Honig. Nehmen wir an. Rohes Fleisch, nehmen wir an. Da müssen wir... einfach nur gewisses Gut finden? Na, warum nicht? Ein Ei ausbrüten und 15 Mal was kombinieren. Okay. Das sind Herausforderungen, deren Belohnungen davon abhängt, wie viele Runden oder wie viel Zeit du brauchst, um das Monster zu besiegen. Nimm eine Quest an, um den Kampf zu beginnen. Drücke Select beim Auswählen einer Prüfungsquest für Details zu den Anforderungen und Belohnungen. Larinov? Noch nie gesehen. Larinov. Ja, das sind die Langhälse. Ah. Da kriegen wir Wettstein, Lebenspuder oder Goldfragment. Aber welches Level das hat, wissen wir nicht. Hm. Sollen wir das mal ausprobieren? Ja. Oder wir speichern jetzt erstmal und probieren das dann mal schnell aus. Wo ist mein Raum? Das ist das Boot.
Ach so. Das hier? Ja. Das ist mein Raum. Ja, wir speichern jetzt mal schnell. Und dann machen wir mal die Quest. Die Herausforderung. Oh, das ist eine Bananenpflanze. Nee. Das ist eine Paradiesvogelblume mit Bananenblätter. Nee, das ist eine Sterilizie. Yes, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ein Obstkörbchen. Zwiebeln und Knoblauch. Ich mache den Timer von dem Ding aus und stelle ihn gleich mal auf. Und 30 Minuten auf. Ja. Knoblauch und Zwiebeln sehr wichtig. Der kocht auch etwas. Und zur Truhe. Oh, ist doch gemütlich. Okay. Probieren wir das jetzt mal aus. Herausforderung. Hier. Prüfungsquest. Okay, jetzt habe ich es nicht gespeichert. Doch habe ich. Oh, das sind drei. Hm. 30? Ja. Wie tue ich denn den Kampf beschleunigen? Ach, Start. Ja, Moment. Hab ich. Zuck noch. Guten Abend, Games. Was geht ab? Schön, dass du da bist. Hallo, Games. Was geht? Ich hätte den anderen angegriffen. Ich muss immer auf diese Strahlen achten. Weil du kriegst immer Punkte für alles, was du tust. Wenn du eine Konfrontation hast, kriegst du extra Punkte und dann S dran. Okay. Ja, bei uns ist alles super, Games. Wir haben tierischen Spaß und sind jetzt aber auch gar nicht mehr lange da, weil wir werden jetzt dann auch bald essen. Aber bis dahin dachten wir, streamen wir ein bisschen Monster Hunter Stories. Und bei dir? Yes, das lief gut. 1200 Zennies. Klar, Glücksamulett. Füge deinem Kampfergebnis-Bonus für 30 Minuten 71 Punkte hinzu. Also bedeutet, du hast immer ein höheres Ergebnis. Und beende ihn unter einer Runde für Goldbedingungen. Schau. Das muss ich opfere dem Gebetstopf. Yeah, Gratulation zu deinem Trinkgeld. Nice. Ja, das tust du dem Gebetstopf opfern. Ja. Und dann, das kannst du dich nicht mehr erinnern an den Gebetstopf. Da, wo so. Du betest und dann erhöht's was. Sehr gut, das lief fabelhaft. Aber fabulous. Was haben wir denn jetzt für eine Belohnung bekommen? Die Glücksamulette. Ach so, weil da steht Bronze, Silber und Goldbelohnung. Und das, davon haben wir gar nichts bekommen. Ja, beende in unter drei Runden. Ach so. Ja, das geht noch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal speichern. Und lohnt sich das noch? Wir streamen heute Abend nochmal, ja. Ja, das lohnt sich jetzt schon noch. Also jetzt noch, was sind so 20, 25 Minuten höchstens noch. Und dann heute Abend nochmal, aber heute Abend gibt es dann Starfield. Sehr geil. Freue ich mich drauf. Wir freuen uns. Wir freuen uns.